von Rezo, von Money Boy. Shoutout, war richtig nice. Aber wisst ihr, was noch nicer wird? Oh yeah, 2021. Let's go. 2021 war beste Jahr, das sagt jeder. Unge ist jetzt Bürgermeister von Madeira. Fußballer verdient weniger als Pfleger. Leute feiern Cyberpunk als bugfreies Gamer. Rezo ist jetzt der neue Innenminister. Donald Trump endlich nicht mehr auf Twitter. Julia Beautics, die neue Helene Fischer. Und meine Eltern hängen jetzt auf Twitch ab. Montes LED, sein Vater, unser neuer Gaming Room in einem Aquarium. Knossi hat den Rekord vom Rekord geknackt. Im Survival Camp Waldorf Astoria. Von 2020 ja nicht genug, ja. In der DSDS-Jury neben Dieter. Die Netflix-Serie von Drew war ein crazy Erfolg. Jetzt dreht er in Hollywood gerade den neuen James Bond. Und Vince und Curly schreiben den Titelsong. Aber ich bin mir sicher, dass das du schon mitbekommst. Mimi beweist mal wieder, dass er recht hatte. Mit Payback 100 auf seiner Geheimfestplatte. Ja, yeah, es passierte wirklich crazy viel. Der Held der Steine spielt jetzt mit Playmobil. Von 2020 ja nicht genug, ja. Jo Leute, was geht? Schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß, ich war auch ein bisschen lange abstinent. Ich musste mich erstmal wieder finden, ein bisschen neu sortieren, ein bisschen runterkommen von dem letzten Jahr, weil das doch richtig stressig war für mich. Und jetzt geht es natürlich wieder rund mit neuer Musik, neuen Challenges und vielleicht auch Behind the Scenes. Ich hoffe, euch hat der Song gefallen. Der sollte eigentlich im Neujahr gekommen sein, weil wir dachten, hey, YouTube hat keinen Rewind gemacht, aber jetzt hat Rezo einen Rewind gemacht, jetzt hat auch Moneyboy einen Rewind gemacht. Und dann kam Curly auf die glorreiche Idee, ey Digga, lass doch mal 2021 Rewind machen. Und ich dachte mir nur, was ein genialer Typ. Und das ist der Track, der jetzt dabei rausgekommen ist. Wie gesagt, wenn euch der Song gefallen hat, könnt ihr das gerne liken, auch kommentieren. Eigentlich wollen wir das auf Spotify hochballern. Und deswegen haben wir das Projekt Playlist-Futter ins Leben gerufen. Das heißt, unter diesem Künstlernamen-Projekt Playlist-Futter werdet ihr die Tracks dann immer auf Apple Music finden und Co. Wann der Song allerdings online kommt, kann ich euch nicht genau sagen, weil wir das noch mit dem Vertrieb irgendwie klar machen müssen. Aber sobald ich was weiß, lasse ich es euch über meine Social-Media-Kanäle dann wissen. Des Weiteren möchte ich mich natürlich an Steve Heng bedanken, der dieses wundervolle Video wieder geschnitten hat. Hey. Ja, ja. Und zu guter Letzt möchte ich noch erwähnen, wir haben ja mit unserer Band Signature auch eine neue Single letzten Freitag released, If You Stay. Und dazu haben wir auch jetzt endlich mal einen YouTube-Channel eröffnet, wo wir auch die ganzen Musikvideos hochladen werden oder Behind-the-Scenes oder Akustik-Versions oder Covers oder einfach nur ein bisschen Stand-Up-Comedy von Dave. Und ich bin mir sicher, ihr werdet euch den Arsch ablachen. Wahrscheinlich nicht, aber... wie auch immer. Alles, was ich bisher gesagt habe, findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Der neue Signature-Release, If You Stay, und der Signature-YouTube-Channel. Wie gesagt, vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch zeigen. Und für die Neuen unter euch, die sich für Musik interessieren, gerne diesen Channel abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. If you stay, I